Landwirt Praxistest. Die Kataya Special ist das Einstiegsmodell von Amazone in die mechanische Drilltechnik mit elektrischem Dosierwellenantrieb und eignet sich vor allem für professionelle Familienbetriebe. Für unseren Praxistest hat uns Amazone die Kataya 3000 Special mit der Kreiselegge 3001 super kombiniert. Die Kreiselegge ist mit einer Matrix-Keilringwalze und schleppenden Zinken ausgestattet. Sie wird mit zwei parallelen Kernen über die Nachlaufwalze geführt, wodurch man bei Änderungen der Arbeitstiefe den Planierbalken nicht mehr nachstellen muss. Der Behälter der Kataya Special fasst 650 Liter. Optional lässt er sich auf 850 Liter vergrößern. Serienmäßig ist ein in der Höhe verstellbarer Leermeldesensor verbaut. Der Deckel ist mit Glasfaser verstärkt und öffnet 95 Grad. Das aufklappbare Schutzgitter ermöglicht die Mitnahme von Sackware. Das neue Prezis-Dosiersystem von Amazone besteht wie bisher aus einem Normal- und einem Feinsäerad. Neu ist, dass jedes Rad einen eigenen Dosierschieber mit Absperrfunktion hat. Für große Samenkörner sind auch alternative Säräder erhältlich. Die Rührwelle lässt sich mit einem Klappsplint zu- bzw. abschalten. Das Smart Center umfasst alle Einstellungen und Hinweise für die Dosierung und die Abdrehprobe. Die Saatmenge wird stufenlos über die Drehzahl des Elektromotors bestimmt. Was das Saatgut anbelangt, sind nur noch die federbelasteten Bodenklappen und die jeweiligen Dosierschieber einzustellen. Die Abdrehwannen haben die Form einer Dachrinne und sind aus Kunststoff. Beide lassen sich trotz mittiger Teilung auf der linken Seite herausziehen. Die Abdrehprobe erfolgt durch Gedrückthalten des Kalibriertasters im Smart Center. Laut Hersteller lassen sich mit unserem Testkandidaten bei einer Geschwindigkeit von 8 km/h 1 bis 400 kg Saatgut pro Hektar ausbringen. Die Geschwindigkeit für die Dosierung wird über einen Radsensor ermittelt. Die Tiefenbegrenzungsscheibe ist aus Kunststoff und in drei Stufen verstellbar. Sie dient gleichzeitig auch als Reinigungsscheibe. Die Schardruckeinstellung erfolgt bei unserem Testkandidaten hydraulisch. Mit zwei Absteckbolzen wird der minimale und maximale Druck bestimmt. Der Druck und die Tiefe des Striegels lassen sich mit dem Universalwerkzeug einstellen. Die Fahrgassenschaltung lässt sich an verschiedene Spurweiten anpassen. Maximal können 2x5 Reihen abgeschaltet werden. Sähwelle und Vorlegewelle lassen sich für halbseitige Sähen trennen. Die Maschinensteuerung erfolgt über Isobus. Für Traktoren ohne Isobus bietet Amazone das Terminal Amadrill 2. Zu guter Letzt der Preis. Unser gut ausgestatteter Testkandidat kostet knapp 47.000 Euro inklusive 20% Mehrwertsteuer. Wie sich die Testmaschine auf unterschiedlichen Böden geschlagen hat und was unsere Testfahrer begeisterte, könnt ihr in der Landwirt-Ausgabe 12/2019 und auf unserer neuen Website landwirt-media.com nachlesen.